Bei der Tagesordnung hatten wir festgelegt, dass wir als erstes nach der Pause heute den Tagesordnungspunkt 28.7, mehr Blühwiesen für Dresden, entsprechend behandeln wollen. Und da darf ich jetzt die einreichende Fraktion Die Linke bitten, zunächst den Antrag einzubringen, Frau Dr. Geitsch, und danach haben wir Rederecht für Herrn Schädlich vereinbart. Ja, ich würde gerne, da wir die Pause verschoben haben und unser Gastgeber gerade erst eingetroffen ist, möchte ich den Antrag stellen, dass er erst mal sich sammelt und ankommen kann und wir die Tagesordnungspunkte ohne Debatte vorziehen. Also, ich habe den Tagesordnungspunkt aufgerufen. Insoweit sollten wir ihn jetzt auch vollziehen. Und wenn Sie jetzt einen Antrag haben auf den späteren Einordnung, dann müsste jetzt ein Antrag auf spätere Einordnung, Zurückstellung passieren. Aber ansonsten wird er jetzt mal behandelt. Ja, okay, es war ein mögliches Entgegenkommen für einen Gastredner. Ich ziehe den Antrag zurück. Also am besten kommen Sie nach vorne, Frau Dr. Geitsch, bringen Sie ihn ein, den Antrag. Oder hat er sogar noch eine gewisse Zeit, sich zu akklimatisieren, und danach ist er dran. Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, liebe Menschen auf der Empore und liebe Menschen, die uns im Livestream zuschauen. Unser Antrag: mehr Blühwiesen für Dresden. In dieser Situation könnte man sich fragen, macht denn der Antrag auf mehr Blühwiesen angesichts von Kriegen, Hungersnöten in der Welt und der zunehmenden sozialen Spaltung überhaupt einen Sinn? Ja, natürlich macht das Sinn, Herr Zastrow. Es gibt leider auch andere Katastrophen, die wir geneigt sind, kaum wahrzunehmen oder in ihrer Bedeutung zu verdrängen. Der Verlust der biologischen Vielfalt ist neben vom Menschen zu verantwortenden Anteil am Klimawandel eines der größten ökologischen Katastrophen unserer Zeit. Blühwiesen sind Lebensraum für Insekten und damit Teile von Ökosystemen, die Grundlage für unser aller Leben sind. Je besser wir Menschen uns als Teil der Ökosysteme begreifen, je sorgsamer werden wir mit ihnen umgehen. Prinzipiell gilt, je höher die Biodiversität, desto besser deren Anpassungsfähigkeit der Ökosysteme bei Veränderungen der Umweltbedingungen. Und desto stabiler sind die Leistungen der Ökosysteme, die für unser Leben von großem Nutzen sind. Wie etwa die Bestäubung von Kulturpflanzen, die Bodenfruchtbarkeit, der Schutz vor Umweltkatastrophen wie Hochwasser, die Reinigung von Luft und Wasser oder der Abbau von Abfällen und Schadstoffen. Der Weltbiodiversitätsrat stellte bereits 2018 die Änderung der Landnutzung als einen der größten Treiber des Verlustes an Biodiversität fest. In den Städten, und das wissen Sie sicherlich, sind zwei der größten Sünden in der Bewirtschaftung der Wiesen die Bebauung oder in artenarme Vielschnittrasen umverwandelte artenreichen Wiesen. Dabei können aufgewertete und nach naturschutzfachlichen Gesichtspunkten bewirtschaftete städtische Grünflächen relevante Lebensräume für Pflanzen, Tiere und Menschen darstellen. Dazu wird Herr Schädlich noch genauere Ausführungen machen. Nebenbei bemerkt ist die seit 2020 in der Neuanlage von Grasland in der freien Landwirtschaft bereits die Verwendung gebiegseigenen Saatgutes gesetzlich vorgeschrieben. Das Umweltamt Dresden ist hier bereits einen Schritt gegangen. Die nachhaltige Bewirtschaftung der Grünflächen, zum Beispiel an der St. Petersburger Straße, ist ein Beispiel dafür.
Das Umweltzentrum arbeitet an regionalem Saatgut und stellt dieses zur Verfügung. In unserem Antrag geht es deshalb insbesondere um die Verwendung regional gewonnenen Saatgutes und gleichzeitig aber auch um die Erhöhung der Anzahl der Blühwiesen bzw. Blühstreifen in allen Stadtbezirken und Ortschaften. Und es geht im Punkt 3 insbesondere um den verantwortungsvollen Umgang mit finanziellen Ressourcen. Wir begrüßen sehr, dass für den Antrag der CDU bereits Gelder eingestellt wurden. Im Sinne des nachhaltigen Umgangs und damit der Umsetzung des Antrages, dem Ziel der Verbesserung der Biodiversität zu stärken, näher zu kommen, ist es nur logisch, liebe CDU-Fraktion, auch unserem Punkt 3 zuzustimmen. Die wissenschaftliche Begleitung der Gewinnung und Anwendung Dresdner Saatgutes für Blühwiesen muss leider eine fakultative, wenn auch sehr wünschenswerte Aufgabe bleiben, da sie natürlich gleichzeitig eine Finanzierung braucht. Im Kleingartenbeirat, und das möchte ich noch mal besonders hervorheben, gab es eine uneingeschränkte Zustimmung zu unserem Antrag. Bitte stimmen Sie deshalb unserem Antrag auch zu. Dankeschön. Soweit Frau Dr. Geitsch zur Einbringung. Und dann darf ich jetzt Herrn Jonas Schädlich aufrufen als Gast in unserem Hause. Ihnen ist vom Stadtrat Rederecht gewährt worden. Auch Sie haben 5 Minuten Redezeit und ich darf Sie bitten. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und sehr geehrte Stadträte, vielen Dank für das Rederecht, was Sie mir heute eingerichtet haben. Wie Frau Dr. Geitsch es bereits ausgeführt hat, haben wir weltweit mit einem massiven Rückgang der Biodiversität zu tun. Das macht nicht zuletzt der Bericht des Weltbiodiversitätsrats IPBES von 2019 deutlich. Auch in der BRD erleben wir einen teils massiven Rückgang von Tier- und Pflanzenarten, von Lebensräumen und genetischer Diversität und der damit verknüpften Ökosystemleistungen. Nicht zuletzt die roten Listen weisen diesen beunruhigenden Trend aus. Die 2017 veröffentlichte Krefelder Studie ließ durch weitere Zahlen aufhorchen. Bei Erhebungen in 63 deutschen Schutzgebieten zwischen 1989 und 2016 war ein Rückgang von 76% im Hochsommer, sogar von 82% der Fluginsektenbiomasse feststellbar. Diese Zahlen müssen erschrecken, gerade auch, weil weitere Studien diesen Trend immer wieder bestätigen. Dieser Bedrohung der Lebensgrundlagen und diesem massiven Rückgang muss auf globaler, nationaler, regionaler, aber eben auch auf lokaler Ebene entgegengewirkt werden. In Deutschland sind vor allen Dingen Offenlandlebensräume, gerade auch des artenreichen Kulturgrünlands und die an diese gebundenen Organismen betroffen. Zu häufige Maat, intensive Düngung, Melioration, die Einsaat gebietsfremder Pflanzenarten und Flächenversiegelung haben zu einer Angleichung und damit zu einer Verarmung dieser Lebensräume geführt. Zur Umkehr dieser Prozesse ist es notwendig, die Bewirtschaftung der Flächen zu ändern und oder sie gleich als Ganzes zu renaturieren. Dabei sollten nicht nur landwirtschaftliche Flächen in den Blick genommen werden, die vor allen Dingen, aber eben auch Gärten, Straßengräben oder Grünflächen in Parkanlagen sollten diese ökologische Aufwertung und Extensivierung erfahren. Die Stadt Dresden mäht bereits jährlich mindestens 375 Hektar Grünflächen zweischürig. Diese Art der Extensivierung ist äußerst positiv hervorzuheben, dennoch wäre eine Aufwertung zumindest einiger dieser Flächen anzustreben. Für viele, vor allen Dingen insektenbestäubte Pflanzenarten, die von der zweischürigen Maat profitieren würden, ist der Weg zum Einwandern, zumindest mittelfristig, schlicht zu weit. Die Ausbringung regionalen, auf Spenderflächen im Umland gewonnenen und gebietsheimischen Saatguts ist deshalb sinnvoll. Weshalb aber eben dieses Regio-Saatgut? Das klingt alles teuer, aufwendig und außerdem hat die Stadt Dresden in der jüngeren Vergangenheit doch bereits Blühflächen geschaffen.
Bei diesen Flächen wurde jedoch mit zugekauften Mischungen ohne Bezug auf den regional, natürlich oder durch traditionelle Nutzung geförderten Arten- und Genpool gearbeitet. Man könnte dennoch meinen, dass irgendeine Artenvielfalt und irgendeine Blütenpflanze besser sind als gar keine. Und weiterhin zugekaufte Standardmischungen zur Aufwertung von Grünflächen verwenden. So einfach ist es aber nicht. Erstens, gerade die Artenvielfalt und genetische Diversität von naturnahen Offenlandökosystemen und damit dieser assoziierten Organismen ist bedroht und sollte erhalten werden. Zweitens, viele Standardblühmischungen können generalistisch lebende Insektenarten wie die Honigbiene fördern. Das ist klar. Darüber hinaus sind viele andere Insekten oder Spinnen und so weiter, aber auf bestimmte Pflanzenarten und Lebensräume spezialisiert. Diese Arten können nicht einfach in einen anderen Lebensraum oder auf eine andere Pflanzenart übersiedeln. Gerade diese Spezialisten sind es aber, die in der Regel besonders gefährdet sind. Hierzu zählen vor allen Dingen viele Wildbienen- und Schmetterlingsarten, die auch im Stadtgebiet Dresdens vorkommen können. Drittens. Die Vitalität und damit die Überlebenswahrscheinlichkeit von Pflanzen nimmt mit zunehmender Entfernung vom Herkunftsort ab. Es ist also von größter Bedeutung, dass sich jede Region um den Erhalt ihrer natürlich oder naturnah vorkommenden genetischen Ressourcen, Arten und Lebensräume verantwortlich zeigt. Seit März 2020 ist das Ausbringen gebietsfremden Saat- und Pflanzguts, Frau Dr. Geitsch hat es bereits gesagt, genehmigungspflichtig in der freien Landschaft. Diese Regelung gilt nicht für den besiedelten Bereich, aber gerade hier sollten auch öffentliche Akteure vorbildwirksam werden. Und fünftens, gerade auch Städte wie Osnabrück oder Chemnitz haben bereits mit Erfolg solche Regio-Saatgutprojekte verwirklicht. Das ist sehr gut. Ich komme zum Schluss. Die Bereitstellung regionalen Saatguts und die Aufwertung von Flächen mit diesem können deshalb ein weiterer Schritt zur Erhaltung der Biodiversität auf regionaler Ebene sein. Der hier vorliegende Antrag ist deshalb äußerst zustimmungswert. Vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank, Herr Schädlich. Und wir kommen damit und steigen ein in die Debatte. Ich habe lediglich eine Wortmeldung gemeldet, Herr Böhm. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich könnte man sagen, was für ein netter Antrag. Die Sache hat nur einen Haken. Vieles geklaut von einem Antrag von uns, es ist wenig Neues drin und es ist aus meiner Sicht eine bodenlose Frechheit und es ist was ganz Neues in diesem Rat, dass man sich einfach irgendwelche Förderkriterien einfallen lässt, um einen vorher beschlossenen Antrag in einer anderen Fraktion einfach umzuwidmen. Soweit erstmal von der Herangehensweise aus unserer Sicht eine Unverschämtheit und deswegen werden wir schon punktweise Abstimmung verlangen und auch dem Punkt 2 nicht zustimmen und auch dem Punkt 3 nicht. Und jetzt kommt noch was ganz anderes dazu. Der Kollege hat zwar hier gerade so schön gesprochen, dass die regionalen Saatgutmischungen so was Tolles wären. Was hat aber die Verwaltung gesagt? Die Verwaltung hat gesagt, Dresden hat allein schon ganz unterschiedliche Gebiete. Wir müssen in Dresden schon mit ganz unterschiedlichen Saatmischungen arbeiten. Es gibt gar keine regionale Saatmischung, die man überall verwenden könnte. Der Antrag wurde von der Verwaltung aus fachlicher Sicht eher ablehnend betrachtet in diesem Punkt. Deswegen möchten wir gerne punktweise Abstimmung und werden den Punkt 2 und 3 nicht zustimmen. Danke. Wird weiterhin das Wort gewünscht, Herr Lichti. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich jetzt spontan gemeldet, weil ich es doch schon sehr bedauerlich finde, dass dieses Thema, ich verstehe ja, dass Sie jetzt alles nach der Beigartenschlacht erschlafft sind, aber es ist trotzdem ein wichtiges Thema. Und ich bedauere sehr, dass dieser Stadtrat so tut, als ob das, sage ich mal, so was irgendwie nicht so Wichtiges wäre. Ich war auch etwas erstaunt, lieber Veit Böhm, dass der einzige von der CDU-Fraktion als wirklich erwähnenswert dargestellte Punkt ihr Futterneid ist, ja, dass da von ihrem Antrag abgeschrieben worden wäre.
Wir erinnern uns alle sehr gut an den Antrag von Herrn Reuter, da war er ja damals sehr stolz drauf in der letzten Wahlperiode. Bienenschutz, aber richtig, so geht das. Ja, hat er dann mit großem Werf dann vorgetragen und hat dann so getan, als ob alle anderen, insbesondere Grüne, Linke, SPD, sich auch dafür einsetzen, ja viel zu blöd wären, um mal da einen richtigen Antrag für Insekten zu stellen. Das ist natürlich nicht so. Wir haben damals dem Antrag zugestimmt, Herr Böhm, wenn ich mich recht erinnere, weil wir uns gefreut haben, gedacht haben, na, da bewegt sich was bei der CDU. Ja? Und bitteschön, wenn Sie es dann, wenn es ein Antrag von Ihnen sein muss, bitteschön, stimmen wir gerne zu. Ich habe jetzt mal versucht, mal rauszufinden, was da jetzt eigentlich draus geworden ist von seitens der Verwaltung. Und ich habe den Eindruck, es ist nicht allzu viel draus geworden. Ich muss es jetzt mal so hart in Richtung Verwaltung sagen. Also es sind zwar schon ein paar Blühwiesen erwähnt worden hier, aber wenn ich mir beispielsweise da diese Blühwiese, die es mal gewesen sein sollte, auf dem Mittelstreifen Petersburger Straße angucke, da ist nicht mehr viel übrig geblieben davon. Ja, also ich sage es mal so, ich glaube, die Landeshauptstadt und das Umweltamt oder das Grünflächenamt hat da noch wirklich viel, viel Luft nach oben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Oder ich möchte mal einen anderen Punkt ansprechen. In der letzten Beschlusskontrolle stand drin, ja, ja, wir verzichten auf Glyphosat und Pestizide, aber hier bei der DVB und da und da und da und da und da, da geht es leider auch noch nicht, aber wir bemühen uns. Da würde ich gerne mal wissen, wie jetzt der Stand ist. Ich will aber noch mal was zu dieser Saatgutmischung kommen. Der Gastredner hat das völlig zu Recht dargestellt. Gebietsheimisches Saatgut ist essentiell. Man kann natürlich sagen, die Florenverfälschung ist schon dermaßen weit vorangeschritten, dass das auch nichts mehr bringt. Aber wir sollten es wenigstens versuchen. Und wenn Sie jetzt kritisieren, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass es in Dresden verschiedene Naturräume gibt, die verschiedene Saatgut bräuchten, dann kann doch die Aufforderung nur sein, dass die Stadt vor allem eben für diese verschiedenen Naturräume verschiedene Saatgutmischungen macht. Im Übrigen, der Gastredner hat auch darauf hingewiesen, andere Städte machen das seit Jahren. Es ist übrigens auch Wirtschaftsförderung, das haben wir auch schon vor Jahren hier gesagt, weil damit nämlich Gärtnereibetriebe einen Abnehmer mal finden würden, wenn sie mal gebietsheimisches Saatgut auch ziehen würden. Ja, den gibt es nämlich bisher nicht, diesen Markt. Also das wäre auch eine Wirtschaftsförderung für Dresden, für Gärtnereibetriebe. Es ist völlig richtig, dass hier der Antrag auf die öffentlichen Flächen der Landeshauptstadt Dresden abstellt, weil das ist unsere Verantwortung. Aber jetzt im Herbst möchte ich einfach auch nochmal appellieren und was anderes sagen. Es hat jeder Eigentümer, jeder Gartenbesitzer hat es in der Hand, hier mehr für die Natur zu tun. Und wenn ich jetzt wieder sehe, wie alle mit dem Laubbläser wieder unterwegs sind und die Blätter irgendwie weg, also es ist erstens grauenhaft und eine Lärmbelästigung und ist absolut absurd. Und wenn ich dann sehe, wie mit welcher Sorgfalt dann noch aus dem Beet, ja, irgendwie dann jedes Blatt noch entfernt wird im Laubsauger, dann zeigt das, dass leider sehr viele Menschen immer noch nicht verstanden haben, dass das Dünger ist, dass das dazugehört, dass das naturschädlich ist, wenn man das wegnimmt. Also bitte, Leute, lernt wieder ein Rechen in die Hand zu nehmen und macht einen Laubhaufen, macht den irgendwo in der Ecke im Garten. Das ist, sage ich mal, für die Natur. Wenn das jeder in Dresden machen würde, wäre das viel, viel, viel besser und würde viel, viel mehr bringen, als wenn die Stadt hier Blühwiesen versucht anzulegen. Also, liebe Leute, ist ein wichtiges Thema, deswegen wollte ich da noch mal ein paar Sachen dazu sagen. Der Antrag ist zustimmungspflichtig, zustimmungsbedürftig und zustimmungspflichtig. Ja, er ist zustimmungspflichtig, genau. Okay, aber vielleicht nimmt sich der eine oder andere das Herz und guckt mal, welche Gärten gefallen ihm eigentlich, wo fühlt er sich wohl, und wenn er sich dann genau darüber dann Rechenschaft ablegt, dann wird er merken, das sind Gärten, die irgendwie wild sind, die nicht aufgeräumt sind, die unaufgeräumte Ecken haben, wo man vielleicht auch nochmal einen Igel sieht irgendwann mal. Das ist wunderbar, wenn die im Sommer dann nachts in der Dämmerung dann schnaufend durch den Garten gehen. Also ich kann jedem beglückwünschen, der sowas erleben darf. Ja, ist wie so ein Panzer, der da durchs Unterholz rollt, richtig krass. Was ist, Thomas? Bitte? Ja, mein Garten ist da vorbildlich, aber der ist privat. Danke. Also bitte stimmt dem Antrag zu. So, wird weiterhin das Wort gewünscht? Das kann ich nicht sehen. Dann mit Blick auf die Punktweisbeantragung in der Abstimmung würde ich noch mal an die Beantragten die Frage stellen, darf ich die Punkte 1, 4, 5 und 6 zusammen abstimmen und nur die Punkte 2 und 3 separat? Wunderbar, das macht es schon einfacher. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer den Punkten 1, 4, 5 und 6 des federführenden Ausschussberichtes folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.
59 Ja, 5 Nein, keine Enthaltung, wäre somit beschlossen. Wer dem Punkt 2 zustimmen möchte, der ist jetzt an der Reihe. Ja, 21 Nein, 0 Enthaltungen, dann auch beschlossen. Wir kommen zum Punkt 3. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 20 Nein, keine Enthaltung, damit auch beschlossen. Damit wäre der federführende Ausschussbericht in Gänze so verabschiedet.